Herzlich willkommen, meine lieben Windgeborenen. Da sind wir wieder, die Windborn-Leute. Und wir sind jetzt in der Folge 14. Wir sind hier noch dabei, ein bisschen Rohstoffe zu craften, weil wir den Auftrag bekommen haben, ein Haus zu bauen aus 100 Wüstenblöcken. Von dem Desert Z nehme ich mal an. Ich schätze mal, dass der nicht meint. Werden wir ja sehen, sobald wir die Tür eingesetzt haben, werden wir ja sehen, ob das irgendwie als Haus akzeptiert. War da noch Eisen? Wir wollen doch nicht dieses eine Eisen hier liegen lassen. Und gleich nochmal gucken, wie viel Kohle der jetzt eingesammelt hat. 165 Kohle, okay. Und wie viel Eisen war das? Ein Eisen? Hier, 80 Eisen. Das sieht doch schon mal anders aus. Wir haben sogar noch die Blades mit. So. Gut, da würde ich mal sagen, wir gucken mal, dass wir. Oh, wie praktisch. Wie praktisch. Oder auch wie unpraktisch. Wie kommt man da hoch wieder? Guck mal, hier könnte man noch. Wenn man sich hier hochstecken kräften würde, kann man nebenbei noch ein paar Sachen abbauen. Wie das Eisen da zum Beispiel. Also es fällt dann wahrscheinlich runter. Wir können es nicht einsammeln, würde ich mal unterstellen. Genau. Dass man dann hier warten, bis es kommt. Hallo, ihr Luftblasen. Schön Luftblasen einsammeln. Wir könnten uns natürlich. Ach komm, wir gehen jetzt hier runter. Zack. Finden wir auch gleich noch ein bisschen Eisen hier. Guck mal, hier in der Schlucht gibt es Eisen. Juhu. Eisen sammeln wir ein. Können wir gut gebrauchen. Unser schönes Wüstenhaus. Wow, ist hier viel Eisen. So. Das Eisen nehmen wir auch noch mit. So. Was ist denn da drin? Ist das Gold? Nö, das glaube ich nicht. Granit, normaler Granit mit Sand durchsetzt. Kommt da noch was? Oh, da kommt mal ganz viel. Ja, komm. So. Wo sind wir denn hier hingeraten? Ein Canyon? Oh, Canyon, wie kommen wir wieder raus aus dem Canyon? Das ist, doch, hier gibt es einen Ausgang, oder? War ich hier schon mal? Wow. Kann ich nur sagen, wow, was ist das da Gold? Komm, wir stecken uns mal hoch. Das, ups, nein. Dup. Na? Würde mich mal interessieren, ob das Gold ist. Hier, guck mal. Ist das Gold? Nee, komm, gib mir mal. Gold. Gold, eindeutig Gold. Nehmen wir mit. Ja, du hast gelernt, Gold. Klar habe ich nur Gold gelernt. Ich habe es auch gefunden, du Dödel. Da hinten ist noch mehr Gold. Ja, Gold. Gibt es da noch mehr? Jetzt müssten wir doch eigentlich ganz viel Gold haben. Das kommt da noch runter. Haha. Goldregen, sage ich dazu nur. Ja, Gold. Sehr schön. Das noch mehr Eisen. Oh Mann, ohne Ende. Komm, ich will jetzt hier raus. Ich will mein Wüstenhaus bauen. Wie viel Gold haben wir denn gefunden? 5 Gold. Aber im Moment brauchen wir es ja noch nicht. Aber hier ist schon mal ein Ausgang. Jetzt waren wir ganz schön lange in der Höhle. Was ist hier? Sieht auch gut aus. Guck mal, hier gibt es so eine natürliche Treppe, die nach oben führt. Ba, 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 ba. Komm hoch, komm, das schaffst du. Das schaffst du doch. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ach so. Nein. Ich will jetzt zurück hier zu meinem Häuschen, zu meinem Wüstenhaus, unseren Quest erfüllen. Hier kommen wir noch rüber, war? Über die Bergkante hier.
Ich habe einen ganz trockenen Mund auf einmal. Wartet mal. Ich muss mal gleich einen Schluck trinken. Erstmal gehen wir zu unserem Fundament wieder. Ist, glaube ich, hier drüben irgendwo. Und sag mal einer, es sieht nicht schön aus hier. So, wo ist es? Fundament. Wir kommen. Hey, wo ist denn das? Da lang, oder? Was ist denn das da für ein Klumpatsch? Juhu, ups. Sind das hier für komische Steine? Und das hier für eine komische Höhle? Ist gar keine richtige Höhle. Oh nein, da will ich nicht rein. Oh, dann wieder hoch. Mann, jetzt finde ich mein Fundament nicht mehr. Außerdem wollte ich einen Schluck trinken. Mir klebt gleich der Mund hier zusammen. Da ist es. Ha. So, und da hatten wir uns jetzt vorgenommen, hier einen Ofen zu bauen. Wartet mal, ich muss unbedingt mal schnell einen Schluck trinken. Oh. Mann, Mann, Mann. So, jetzt bauen wir uns mal hier einen Ofen. Jetzt müsste es ja gehen. Genau, einen Ofen. Zack. Können wir gleich mal da aufstellen und Schaper. Zack. Wo ist er? Da. So. Juhu. Den stellen wir gleich mal daneben. So, und unseren Ofen noch. So. Sehr schön. Und jetzt füllen wir den gleich mal mit Kohle. Sehr schön. Und den Schaber, da kommt unser tolles Eisenblatt rein. Haha. Was wollte ich damit jetzt eigentlich machen? Ah, ich wollte eine Tür bauen. Mal gucken. Eine Wüstentür. Mal alle ausmachen erstmal. Und das war hier nur. Hier eine Wüstentür. Dafür brauchte ich fein Keramik. Ein Haufen Dirt. Okay, Dirt, Dirt, Dirt. Haben wir noch Dirt? Wir haben ja auch schon Keramik. Hier ist Dirt. Wir sollen den Dirt brennen. Hier ist auch noch Dirt. Warte mal. Dirt. Sand. Dirt. Dirt. Haben wir noch mehr Dirt? Gut, dann machen wir aus dem Dirt jetzt mal Keramik. So. Hier den Dirt. Genau. So. In der Zeit könnten wir eigentlich ein bisschen Sandstein sammeln. Für unser Haus. Für die Hauswand. Am besten hier. Hier fällt es nicht so auf. Ich weiß, sondern hier noch alles völlig verschandeln. So. Ich weiß gar nicht, wozu man da überhaupt Bricks draus macht. Du könntest auch so als Mauer nehmen. Oder es hat es da nicht als Haus erkannt. Könnte auch sein. So. Boah, wir fressen uns hier einfach mal so durch. Und nehmen uns hier alles, was wir wollen. Ja. Haben wir nämlich schon ein bisschen. Mal hier so eine komischen Zacken hier können wir auch wegnehmen. Ja. Ja. Fällt doch gar nicht weiter auf, oder? Können wir sogar hier oben das Zeug noch rausnehmen? Das merkt doch keiner. Ja, sehr schön. Schön einsammeln.
Können wir uns halt schöne Bricks draus machen. Uiuiui. Da kommen noch vereinzelt welche runter. Noch einer. So, und zurück. So, jetzt haben wir hier einen Haufen Zeug, was wir bladen können. Warte mal. Sandsturmbricks, wa? Genau. Hier haben wir Keramik. Hier haben wir noch mehr Dirt, den können wir auch brennen. Was haben wir hier? Sandstone. Gut, dann werden wir jetzt mal hier die Keramikdinger schneiden. War doch so, wa? Oder wollen wir noch mal kurz hier gucken? Warte mal, ins Crafting Guide. Was wollte ich denn bauen? Eine Tür. Da brauche ich. Ach, Feinkeramik. Wow. Wie viel? Ein Feinkeramik. Naja, gut, damit müssen wir eigentlich klarkommen. Ein Feinkeramik. Mal gucken. Okay. Unser Feinkeramik haben wir schon mal. Na, kriegen wir noch einen Feinkeramik? Ja, zwei haben wir schon, ne? Sehr schön. So, wir machen dann noch. Oh, brauchst du noch mehr Heizung? So. Feinkeramik. So, jetzt können wir aber die Tür bauen, oder? Ja. Craft mir bloß eine Tür. Ey. So, jetzt haben wir nämlich eine Tür. Sehr schön. Wenn wir eine Tür gebaut haben, müsste er das doch irgendwie als Haus erkennen dann, oder? Jetzt hier die Tür einbauen. So. Haha. Jetzt erkennt er das schon mal als ein Haus mit einem Block. Sehr schön. Jetzt brauchen wir... Wenn wir schon mal dabei sind, können wir natürlich auch Fenster bauen. Ist er gleich fertig hier mit seiner Brennerei? You have learned fine ceramic bricks, okay. So, was ist das hier noch? Sand, Sand, haha, Sand. Den Sand werden wir gleich in den Ofen schmeißen. Superb Ceramic Bricks. So, was könnte man daraus jetzt noch machen? Wir brauchen natürlich nur, warte mal, Sand können wir glaube ich nicht schneiden. Sand, Stone Bricks, genau. Achso, sind ja schon Bricks, okay. Hier haben wir Sandstone. Mach uns mal Bricks daraus, damit wir was Schönes machen können. So, und dann will ich natürlich, nein, hier den Ofen. Keramik, sehr schön. Und was wollte ich damit jetzt machen? Lass mich mal kurz überlegen. Wir machen mal ein bisschen mehr Kohle rein. Was wollte ich? Ach so, Glas, genau. Ich wollte jetzt Sand machen für Fenster, dass wir uns ein bisschen Glas draus machen. So. Ein paar Sandbricks müssen wir jetzt haben. Wo sind die? Sandstonbricks. 8 Stück. Hm. Sandstonbricks. Ach so, die super fein sind das hier, ja. So. Sandstone. Hier haben wir noch einen normalen Sandstone und feinen Sandstonbricks. Okay. Gut, dann werden wir jetzt einfach mal aus dem normalen Sandsturmbricks. Machen wir hier mal noch einmal rum. Dann, dann. Mist, er akzeptiert es nicht Ah, scheiße, warum nicht? Das sind doch Desert Bricks, Sandsturmbricks. Verflucht. Das zählt doch als Desert Brick.
Sandstone. Das auch nicht. Wie soll ich denn hier 100 Wüstenblocks nehmen, wenn er mir die nicht akzeptiert? Sandsturmbricks. Ja, Sandsturmbricks akzeptiert er nicht. Leider. Leider nicht. Fein Sandsturmbricks. Was könnte ich denn hier noch an Wüstenblocks machen? 100 Stück davon. Desert Wall. Wie wurden die gebaut? Okay. Mal probieren, ein paar zu craften. Vielleicht akzeptiert er die als Wüstenbricks. Was haben wir hier noch? Desert Pillar. Ach, Säule war das, wa? Mal gucken, ob er die akzeptiert. Ja, wir werden mal, bevor wir weitermachen, werden wir es erstmal testen. Guck mal, das sieht doch geil aus, oder? Dazu müssen wir aber die wieder mal abbauen. Und wenn, dann brauchen wir die ja zum Beispiel, um die anderen hier zu bauen. Warte mal. So. Ja, die akzeptiert er. Gut. Dann nehmen wir die doch glatt für die Wand. So. Dann nehmen wir die glatt für die Wand. Bauen wir die hier alle wieder ab. Und nehmen dann die schicken. Sieht aber auch geil aus, oder? Oder nicht? Ja, ihr müsst alle wieder weg. Ihr werdet hier vom System nicht als Wüstenbausteine erkannt. Oder akzeptiert. So. Ohoho, die Folge ist schon wieder vorbei. Vielen Dank, meine lieben Windgeborenen. Danke fürs Zuschauen. Und ich sage auf Wiedersehen. Bis morgen. Tschüss.